Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ich bin Mr. Gatterfee, euer Let's Play das Kaninchen und wir müssen dieses Schwert aus dem Stein ziehen und damit zur Königin von... Oh, sie guckt auch direkt dorthin. Zur Königin von Girdania werden. Na du, geh. Hau lieber schnell ab, bevor irgendein böser Kopter dich tötet oder der Baum nach dir greift. Ja, beim letzten Mal hatten wir die... sehr wichtige Aufgabe, in dieser Gefahrenzone, einfach nur da zu sein. Das hätte man wirklich, also, ne, ich möchte es mal ganz kurz nochmal, weil ich am Ende der letzten Folge das, glaube ich, nicht vernünftig formuliert habe, denke ich mal, was hatte ich das Gefühl? Es ist völlig in Ordnung, übermächtige Gegner zu präsentieren, die man selbst nicht besiegen kann und dafür übermächtige NPCs einzuführen, die entsprechend in dem Kampf dafür sorgen, dass dieser Kampf gewonnen wird. Das gibt's in vielen MMOs, in vielen RPGs, gibt es so etwas, wo du einfach siehst, dass du gerade am Anfang, du, und das finde ich auch gut, dass es nicht am Anfang einfach dieses, ja, du kannst eh jeden Gegner besiegen. Es muss auch Gegner geben, die einfach viel zu schwer und viel zu leicht für dich sind. So wie ich hier die Level 12 Gegner nicht angreifen wollen würde, weil die vermutlich zu schwer für mich sind. Man sollte dann nur den Kampf so gestalten, dass der Spieler trotzdem eine Relevanz hat, irgendwie das Gefühl hat, nützlich zu sein, weil sonst brauche ich den Kampf nicht machen. Dann ist es einfach so, ja, lass die machen und ich mach was anderes nebenbei. Das müsste man gucken, dass es dann andere Gegner gibt, die man besiegen müsste, um ihnen den Rücken frei zu halten. Oder man muss derweil irgendwie irgendwas suchen, um den Kampf zu unterstützen, irgendwelche Gegenstände oder... Na, dass man eher eine Unterstützungsrolle in dem Kampf hat. Nicht die Hauptkampfrolle, sondern Support. Wie... Ich nehme jetzt mal Neverwinter, weil das Spiel kenne ich halt sehr, sehr gut. Im Kampf gegen Tiamat, gegen die fünfköpfige Drachengöttin, wo du in ihrem normalen Zustand null Stich siehst, sie zu besiegen, weil es ist eine fucking Drachengöttin. Und du bist am Anfang nur dafür da, die Priester, die sie in einen überhaupt besiegbaren Zustand zu bringen, beschützen muss. Sie sind die, die klopfen. Sie können die göttliche Macht bündeln, um Tiamat so weit zu schwächen, dass du sie danach bezwingen kannst. Derweilen musst du einfach irgendwelche random Mobs töten, die diese Priester angreifen. Und das ist so, da hast du wenigstens eine Rolle, die halt auch trotzdem Relevanz hat. Nun ja, egal, darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen das Schwert. Ich wollte es nochmal ganz kurz nochmal ausführen, weil ich am Ende, glaube ich, nicht nur so am Rande so ein bisschen erzählt hat. Und das sieht aber sehr schön aus hier mit den Eicheln. Das ist so, das ist das, was ich gesagt hatte. Die können es halt, das, guckt euch das an, das sieht so schön aus mit diesen, mit den Eicheln hier und den Steinen und den, was sind das? Sind das Bucheckern? Sind das Bucheckern, die hier liegen? Das ist so schön detailhaft. Ah, das ist halt Square, die können das halt, ne? Das muss man sagen. Das können die. Die können Grafik. Die können Weltendesign und Leveldesign. Das können die. Auf zurück! Wir müssen das Schwert zurückgeben. Oder nicht zurückgeben, zurückbringen, auf das sie untersuchen können. Vielleicht ist das von einem Ixal. Vielleicht ist es nicht von einem Ixal. Wenn es nämlich nicht von einem Ixal ist, dann ist es vielleicht ein Hinweis darauf, wer die Ixals hier kontrolliert. Wenn wir jetzt rausfinden, ah, es ist eindeutig ein Ork-Schwert. Das sind Ork-Pfeile. So wie Legolas das entdeckt hat. Kann man sagen, ah, wir müssen in das Gebiet gehen. Man wird ja bestimmt hier auch, oder ich weiß, dass man durch die Welt geleitet wird in der Hauptstory, so wie es auch sein sollte. Man soll ja die Welt ein bisschen kennenlernen. So, Galfrid. Da bin ich wieder. Bianna, da bist du ja zurück. Einer unserer Leute hat Kampfgeräusche gehört, aber war zu weit weg, um einzugreifen. Ist alles in Ordnung? Na, scheint so. Hoffentlich konntest du am Mogelstumpen etwas finden. Ja, ein Schwert. Dieses Schwert steckte tief... Steckte drin... Warte mal, dieses Schwert steckte drin und ein toter Ixal lag daneben. Ja, in einem Baumstumpf. Ist vielleicht noch wichtig. Ein riesigen Baumstumpf. Ich weiß nicht, ob das auch normal ist, dass da so riesig... Das war ein Baum... Das sah aus wie ein Baumstumpf. Hm. Nun, das ist auf jeden Fall ein Ixal-Schwert. Aha. Und zwar ein Zeremonialschwert. Es wird nur bei bestimmten Stammesritualen eingesetzt. Die Ixal setzen sonst kaum einen Fuß in unser Gebiet, in dieses Gebiet des Waldes. Der Mogri-Stumpen ist genau vor unserer Nase. Was haben sie nur vor? Was meinst du? Zwei Personen mit seltsamen Messgeräten? Hahaha, dann hast du wohl Bekanntschaft mit Ida und Papalium... Papal gemacht.
Palmio. Sei beruhigt, die beiden sind auf unserer Seite. Zwei Weise waren weit her, die das Klageregiment und Nofikas Schar schon lange vor der Katastrophe unterstützt haben. Ihre Gewänder und Gespräche sind vielleicht etwas eigentümlich, aber sonst ist nichts von ihnen zu befürchten. Über diese verdächtige Person haben wir zwar nichts erfahren, aber dafür umso mehr über die Ixal. Wie dem auch sei, vielen Dank, Bianbar. Wir können uns glücklich schätzen, eine so fähige Mitstreiterin für dich in unserer Seite zu haben. Ja! Fanfaren! Hauptmann Gelfried, der bei der Ausbildung im Sturm sucht, jemanden, der Stechmücken-Eierbeutel besorgen kann. Okay. Ach, eine Bitte habe ich noch an dich. Wir brauchen dringend Stechmücken-Eierbeutel für die Erforschung einer Krankheit. Bei dem Versuch, sie zu besorgen, wurden leider einige Rekruten schwer verletzt. Hier in der Nähe schwirren genügend Stechmücken umher. Kannst du 3 erlegen und ihnen ihre Eierbeutel entnehmen? Das ist doch sicher ein Kinderspiel für dich. Bring den Eierbeutel zu Gilberts Wachturm und liefere sie dort bei Monranguin ab. Er kümmert sich um die Beschaffung der Forschungsobjekte. Das kann ich tun. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Habe ich, glaube ich, schon welche getötet für die Bestiariumsfortschritte. Ich habe schon welche getötet. War ich zu voreilig. Da war ich zu gierig. Ich dachte, ich töte schon einfach mal, wenn das einfach irgendwelche Random Mobs sind, die hier so rumstehen, aber es waren gar keine Random Mobs. Kami, Hami. Ha! Weiß ja nicht, ob man in dem Kampf vielleicht als wirklich richtige Kämpferklasse und nicht Supportklasse. Ich bin ja Supportklasse. Ich kriege auch vorhin noch heile Unterstützungszauber. Ob man als Kampfklasse dort vielleicht mehr hätte machen können, weiß ich nicht. Aber dann hätte man vielleicht auch eine Rolle. Vielleicht sind aber auch die Druiden erst später eingebaut worden. Das hätte man sagen können, dann hätte man von Anfang an ja auch denn planen können, dass dann noch die Nicht-Kampfklassen eine Rolle haben. Das kann natürlich sein, dass Unterstützer erst später eingebaut wurden und diese Quest dann entsprechend keine Anpassung erfuhr. Das mag ja gut sein. So. Alle getötet. Hallihallo. Ich habe Eierbeutel für dich. Hallo, du bist sicher die Abenteurerin, die uns bei der Jagd nach Stechmücken unterstützt. Ich habe dich schon erwartet. Bitteschön. Oh, und wie es aussieht, warst du auch schon richtig fleißig. Vielen Dank. Jetzt müssen wir die Stechmücken-Eierbeutel nur noch zur Jägergilde bringen. Einige Stechmücken übertragen die gefährliche Kettenseuche, musst du wissen. Und die Bruderschaft der Morgenviper und das Klageregiment helfen uns dabei, die Überträger zu identifizieren. Früher starben Hyuran, die an der Kettenseuche erkrankten, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Einst tobte sie in Gridania so stark, dass die Hyuran beinahe ausgestorben waren. Doch mittlerweile gibt es zum Glück ein wirkungsvolles Gegenmittel, das die Auswirkungen abschwächt. Trotzdem müssen wir auf der Hut sein und neue Epidemien bereits im Keim ersticken. So, also vielen Dank für deine Hilfe. Alles Weitere erledigt die Jägergilde. Da ist es doch schön, wenn man auch bei solchen Sachen helfen kann. Ja, Erfahrungsstufe gestiegen. Reseda als Kommando gelernt. Und Medica. Und wir haben das ist mein Zauberstab-Achievement. Was sind denn unsere neue Fähigkeiten? Du kostet 1000 Mana. Du regenerierst alte Lebenspunkte und die von umstehenden Gruppenmitgliedern. Ist das... Warte mal. Was heißt... Regenerieren? Okay. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht ein Healing over Time ist. Aber ich sehe keine... Also es ist eine Flächenheilung. Eine AOE-Heilung. Und Medica, du entfernst einen negativen Status vom anvisierten Ziel. Das kennen wir auch aus Final Fantasy. Oh, ich krieg Klamotten. Und ein Bronzestück. Welch eine peinliche Wende der Ereignisse. Ich habe einen Rekruten vom Stubben auf eine Messexkursion geschickt, aber der Feigling hat beim ersten Anblick von wilden Tieren den Schwanz eingezogen und Fersengeld gegeben. So gehen wir nicht mit Bitten der Druiden um. Und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, hat der Dummkopf auch noch die Messausrüstung zurückgelassen, die Druide Pauline höchstpersönlich zur Verfügung gestellt hat. Während ich versuche, um diesen sogenannten Soldaten ein wenig Rückgrat einzubläuen, würde es dir etwas ausmachen, die Messausrüstung zurückzuholen?
Der traurigen Geschichte meines Rekruten zufolge solltest du in einer Flusshöhle südlich von hier eine Messtabelle, eine Messleine und zwei Messgerätekisten finden. Möge Novika über dich wachen. Ja, das machen wir. Warte, hast du noch mehr für mich? Du! Arol, du hast noch was für mich. Was hast du denn? Autsch, das tut weh. Als sie diese verdammten Baumhörnchen, die unsere Zäuneanlagen vertreiben wollten, sind sie über mich hergefallen und haben mich überall gebissen. Überall, sag ich dir, soll ich dich heilen? Zu einem Übel sind noch die Medikamente ausgegangen. Kannst du vielleicht einen Supertrank für mich erübrigen? Natürlich. Oder falls du keinen dabei hast, kannst du einen kaufen. Ich werde mich natürlich erkennlich zeigen. Ich habe bestimmt einen dabei. Ich habe noch keine Heiltränke verwendet. Bitteschön! Den Göttern sei Dank, der Schmerz lässt nach. Ich hätte dich auch heilen können. Ich hätte nicht gedacht, dass Baumhörnchen so gefährlich sein können und ihre Bisse derart schmerzen. Wir Nagetiere, wir können sehr gut zubeißen. Das wird mir eine Lehre sein, kein Gegner zu unterschätzen. Das stimmt, das ist auch... Oh, ich muss auswählen. Dann nehme ich... Oh, Knochen oder Kupfer, Kehlstück. Oder ein Halsband. Intelligenz plus 1, Stärke und Geschick. Ich nehme das. Ich nehme Intelligenz. Ich glaube, dass Intelligenz für mich wichtiger ist. Als Stärke und Geschicklichkeit. Prüfung des Windes. Wo muss ich hin? Dort entlang. Denn ist dort hinten noch eine Quest, ein aufdringlicher Händler und Blumen für die Toten. Aber wir machen erstmal dies hier in der Höhle. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass hier... Ja, das bedeutet, dass hier automatisch angreift. Weg mit dir! Ich hätte gerne Healing over Time, das wäre so schön. Kommt vielleicht später noch. Wasser in der Gorn greift mich nicht an. Vielleicht kann ich an dir vorbei. Ich kann nicht an dir vorbeilaufen. Ja, komm her! I have the high ground, Anakin! Du bist schon dezent widerlich, aber du bist keine Spinne! Du bist ein Krabbentier. Krebstier. 6 Beine und so. Spinnentier hat 8 Beine. Eine Messtabelle. Gib, gib, gib. Messgerät. Die Kiste. Habe ich welche übersehen? Guck mal. Hier ist noch eine Messleine. Aber soll ich nicht zwei Kisten sammeln? Ach, da hinten. Okay. Und jetzt die andere Kiste. Lauf, 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 lauf! Gegner, nein, ich werde angegriffen! Nein! Du musst jetzt sterben! Stirb, du Sumpf-Jarzon! Stufe F, Klasse F. Kategorie F. Nee, damit dir. Was bist du denn? Was seid ihr denn Hübsches? Oh, ihr seid ja wirklich hübsch. Oh, die sind hübsch. Dreh dich mal. So. Oh, bist du hübsch. Oh, du bist aber eine hübsche Pflanze. Oh, das ist ein bisschen gruselig, aber trotzdem hübsch. Dann gucken wir doch mal hier unten gleich, wenn wir hier schon mal sind. Vielleicht gibt es da noch eine Aufgabe, die ich schnell lösen kann. Blumen für die Toten. Das könnte was mit diesem Rösling zu tun haben. Hallo. Suchst du nach Arbeit? Dann kannst du zu der kleinen Hütte am Totenacker Tamtara gehen. Dort lebt der Grabwächter Balar, der sich um die Pflege und den Schutz der Gräber kümmert. Neulich hat er mich gefragt, ob ich jemanden kenne, dem ein wenig zur Hand gehen würde. Ja, du kennst jetzt einen random dahergelaufenen. Ich weiß nicht, ob ich das schon machen soll. Das ist Stufe 12. Und ich bin noch nicht ganz Stufe 12. Ich glaube, das ist noch ein wenig über meiner Gehaltsklasse. Deswegen gehen wir einmal zurück. Ich muss auch noch die Opo-Opos besiegen. Und hier gibt es ja auch noch ein paar Quests. Beim Chocobo-Verleiher. Chocobo, ich kenne mir Chocobo. Linien-Chocobos und Linien-Falken.
Linien-Chocobos und Linien-Falken ähneln Miet-Chocobos und bringen dich schnell von A nach B in Eochthea und im Fernosten. Allerdings kannst du diese Vögel nicht steuern und sie werden nicht anhalten, ehe sie ihr Ziel erreicht haben. Andererseits sind Linien-Chocobos und Falken darauf abgerichtet, sichere Wege zu nehmen. Du brauchst keine Angst zu haben, unterwegs angegriffen zu werden. Schön. Hey, fesches Fräulein, du siehst ja mächtig müde aus. Wie wär's mit einem kräftigen Reittier? Darf ich ihm meinen Stock ins Gesicht schlagen? Und zwar den, den ich auf dem Rücken hatte bis vor kurzem. Ich nehme gerne jetzt auch das Schild. Kann ich ihm das einfach ins Gesicht schlagen? Du warst noch nie bei uns, liege ich richtig? Dann sehe ich mal, auf welche Routine ich dich rauslassen kann. Was stimmt mit dir nicht? Frage, wie ich ein Linien... Wie benutze ich das? Mit meinem Linien-Chocobus bist du schneller am Ziel, als du Linien-Chocobo sagen kannst. Die bringen dich zu einem Chocobo-Stall deiner Wahl. Nur ein paar Kleinigkeiten sind zu beachten. Erstens, lass unterwegs die Zügel nicht los. Sobald du absteigst, ist der Ritt zu Ende und dein Reittier über alle Berge. Zweitens, du kannst nicht jeden beliebigen Stall ansteuern. Der Zielstall muss auf direkter Linie mit dem Ausgangspunkt verbunden sein und du musst dort schon einmal gewesen sein. Wenn du als Reiter nämlich nicht weißt, wohin du reiten willst, dann kann es der Chocobo auch nicht wissen. Was? Der Kutscher kennt den Weg, kennst du das nicht? Was ein Chocobo aber ganz genau weiß, ist, dass er niemals von der Route abweichen darf. Er läuft nur vertraute Strecken, die er genau kennt. Wenn er die Strecke aber kennt, dann muss ich die doch nicht mehr kennen. Du redest wirres Zeug. Ich glaube, du bist ein bisschen zu abgelenkt. Also keine Ausflüge ins Unterholz. Und das Beste ist, dass du garantiert nicht angegriffen wirst, solange du auf dem Linien-Chocobo sitzt. Wir hatten noch keinen einzigen Zwischenfall. Das war's auch schon. Noch Fragen? Nein. Dankeschön. Ich möchte lieber einen richtigen haben. Ich möchte kein Linien-Chocobo. Ich möchte meinen eigenen Chocobo. Vielleicht kriege ich den dort oben. Hier sind ja meine Auschokobos. Da. Ist noch jemand? Kannst du mir ein Chocobo geben, Kukuwaki? Ein aufdringlicher Händler. Hey, du da, Abenteurerin. Du kommst genau richtig. Ich habe einen Auftrag für dich und werde dich gut bezahlen. Eine recht triviale Aufgabe, ehrlich gesagt. Ich möchte lediglich, dass du ein paar Arbeiter befragst und herausfindest, was Keitha in dieser Welt am meisten begehrt. Ich bitte dich darum, diskret dabei vorzugehen. Erwähne auf keinen Fall, dass ich dich angehört habe. Am besten lässt du meinen Namen überhaupt nicht fallen. Hä? Okay. Wer ist Keitha? Schönen guten Tag. Ich habe Fragen über eine Person, die ich nicht kenne. Von einer Person, die ich nicht kenne. Was Keitha am meisten begehrt? Warum solltest du so etwas wissen, wo... Ach, dieser Händler aus Ulda hat dich damit beauftragt, nicht wahr? Er verschwendet seine Zeit mit dieser Herangehensweise. Wenn er wirklich ein Chocobo besitzen möchte, wäre er besser beraten, Keitha davon zu überzeugen, dass er so gut für den Vogel sorgen wird. Ah, I think I learned something to use for myself to get a Chocobo for myself. Möchte dich um einen Gefallen bitten. Oh, du kommst ja wie bestellt. Ich halte gerade nach einer Abenteurerin Ausschau, die mir einen Gefallen tun möchte. Südlich von hier befindet sich die Lavendelbeete. Ein kuscheliges Plätzchen ist das. Jedenfalls war es das bisher. Ich habe gehört, dass dort gebaut werden soll. Und weißt du was? Abenteurer aus allen Ländern Eoceras sollen sich dort niederlassen. Natürlich habe ich nichts gegen Fremde, aber... Nein, aber... Wie werden diese... Wenn die Gebieter reagieren, sind sie damit einverstanden? Wir Bewohner des Waldes sind schließlich von ihrem Wohlwollen abhängig. Bisher habe ich nur Gerüchte gehört, aber die Sache interessiert mich doch sehr. Denn ehrlich gesagt träume ich auch den Traum von Eigenheim. Ah, Housing Quest! Housing und Chocobo Quest! Ich kann beide Ziele mit einem Mal abschließen. Ein kleines Häuschen mit einem Stall für die Chocobo aufsuchen. Ja, das wäre was fantastisch, das möchte ich auch. Lass uns zusammen tun. Wärst du so gut und gehst der Sache für mich auf den Grund? Zu den Lavendelbeeten kommt man, wenn man mit der wenn man die Fähre vom Spiegelseesteg ausnimmt. Am Steg schiebt Emblün, zweite Novize der Bruderschaft, ihren Dienst. Sie wird dir bestimmt genaues zu den Gerüchten sagen können. Hüpf. Keitha, das Einzige, was hier wichtig ist das Wohlergehen ihrer Vögel. Falls es noch irgendwas anderes als das Glück ihrer Vögel für sie geben sollte, so habe ich noch nie davon gehört. Was könnte es wohl sein, was wichtig für sie ist? Ich habe keine Ahnung. Wo ist der letzte? Da hinten.
Was ist mit Fräulein Kita? Du erledigst die Drecksarbeit für diesen Hausierer, wie? Mach ja keinen Ärger hier. Glaub ja nicht, dass irgendein lausiges Geschenk Herz erwerben würde. Das Einzige, was Fräulein Kita interessiert, ist das Wohl ihrer Vögel. Hör gut zu, Abenteurerin. Wenn dieser Kukuwachi weiterhin Kita nachstellt, wird das Klageregiment ihn wegen Störung der öffentlichen Ordnung von Guts Wieselgrund entfernen. Okay. Das muss ich noch zurückbringen. Das ist jetzt aber nicht wichtig. Es gibt Wichtigeres. Und zwar ein Chocobo und ein Haus. Was kann es Wichtigeres geben als ein Chocobo, ein Haus, wo man Chocobos vielleicht sogar züchten kann? Wie in Final Fantasy VII. Eines der wenigen guten Sachen in Final Fantasy VII, die Chocobo-Zucht. Und? Spann mich nicht auf die Folter. Ich muss unbedingt ein Chocobo. Was? Sie haben dir nichts über ihre materiellen Wünsche erzählt? Ah, diese Sturheit der Gridianer ist aus der Haut fahren. Und ich hätte es besser wissen sollen, als eine Anfängerin mit einer wichtigen Mission beauftragen. All die schönen Gilde, die ich auf diese fruchtlose Unterfangen verschwendet habe. Ach, maul hier nicht so rum. Ich habe dir eine Belohnung versprochen, also bekommst du sie auch. Nun lass mich mit dem Unglück alleine. Ich nehme Intelligenz und Willenskraft. Kann ich jetzt ein Chocobo haben? Chocobo, 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 Chocobo. Chocobo, 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 Chocobo. Meins, 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 meins. Dich habe ich noch nie gesehen. Aber wenn du eine Abenteurerin bist, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. In letzter Zeit treibt sich hier so ein Taugenichts rum, der immer wieder die Chocobo selber. Die am Tiere sind ganz verstört. Als Gegenmaßnahme will ich neue Zäune bauen, doch dafür brauche ich frische Schaudermilbennetze. Kannst du sie mir besorgen? Du kannst sie von Schaudermilben in der Umgebung des Guts einsammeln. Die Netze sind von sechs Schaudermilben sollten genügen. Ja, aber meins, Kita, meins. Hallo und herzlich willkommen auf Gutsieselgrund. Abenteurer, was kann ich für dich tun? Was machst du hier? Ich bin Kita und ich führe im Namen des Gestüts Mogri Stolz des Gutsieselgrund. Bis vor kurzem wurde Chocobo-Zucht nur in Ischgard betrieben. Dort wurde alles sehr streng reguliert. Es gab zum Beispiel ein striktes Exportverbot von weiblichen Chocobos, um die Monopolstellung Isen Ischgards nicht zu gefährden. Die große Katastrophe brachte allerdings vielerorts drastische Umbrüche, so auch in Ischgard. Die Umwelt von Körtas veränderte sich dramatisch und viele der Chocobos flohen daraufhin in den Finsterwald. Der Rest der ist Geschichte, wie man so schön sagt. Hier werden Chocobos gezüchtet. Nach der großen Katastrophe machte der Segen der Gebieter des Waldes den Bau des Gestüts möglich. Des Weiteren gibt es noch Gisa-Felder, Chocobo-Ställe und allerlei andere Dinge, die wir benötigen, um den Chocobos die bestmöglichen Chancen zu bieten, sich prächtig zu entwickeln. Für uns gibt es nichts Befriedigenderes, als die Tiere aufzuziehen und ihnen danach ein schönes neues Zuhause zu suchen. Ja, gib, meins, 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 meins. Na gut, ich werde wohl noch nicht in dieser Folge an ein Haus und oder an einen Chocobo kommen. Bedeutet für mich Folgendes, wir werden jetzt noch in dieser Folge zurückgehen und die Messinstrumente zurückbringen und dann in der nächsten Folge schauen, ob wir dem Dude helfen können mit seinem... Oh, da war eine Brücke. Na, ist egal. Mit seinem Bau eines Zauns, denn... Vielleicht müssen wir uns einfach einen Namen machen, auf das Kita uns freiwillig ein Chocobo gibt. Weil wir uns so um das Gut Kaltenbach... Nee, das war was anderes. Das war bei Ostwind. Das Gut... Mogri? Ah, Gut Kaltenbach. Um das Gut Kaltenbach gekümmert haben. Und dann muss ich noch überlegen, falls ich einen Chocobo bekomme und den benennen kann, nenne ich ihn Ostwind? Glaube ich, nenne ihn Ostwind. Vielleicht gibt es auch Farben. Der muss aber ein schwarzer Chocobo sein. Geiler Name übrigens. Ein sehr unpassender Name, mein Freund. Hallo? 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 Ich habe Gegenstände. Ah, schönen guten Tag. Pauline! Sei gegrüßt. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, ich habe deine Messinstrumente. Oh, das ist doch die Ausrüstung, die ich den Soldaten am Sturm überlassen habe. Beim ersten Anzeichen von Gefahr geflohen, sagst du? Verstehe. Nun ist noch nicht alles verloren. Es scheint, als hätte der Rekrut seine Messaufgabe abgeschlossen. Die Tabelle sieht ziemlich ausführlich aus.
Bei all den Veränderungen, die die Katastrophe mit sich gebracht hat, hielt ich es für eine gute Idee, die Bruderschaft der Morgenviper mit einer Reihe von Exkursionen zu beauftragen, um das Land neu zu vermessen. Glücklicherweise sahen die Offiziere diese Aufgabe als ausgezeichnete Methode an, um unerfahrene Soldaten zu trainieren. Wir können uns nicht mehr auf unser vorhandenes Wissen über den Wald der Einkehr verlassen. Wenn wir diese stürmischen Zeiten überstehen wollen, müssen wir unsere Umgebung besser verstehen. Bleib wachsam, Abenteurerin. Ich nehme dich. Zwei neue Quests. Aber die nehmen wir erst beim nächsten Mal an. Die Folge ist schon lang genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.